Heute geht es um Völkerrechtssubjekte anderer Art, also als Residualkategorie, sage ich einfach mal die übrigen. Wir haben uns ganz breit beim letzten Mal angesehen, die Staaten und die drei Elemente der Staatlichkeit und eben auch gefragt, welche Rolle spielt hier die Anerkennung, ab wann spricht man eigentlich von einem Staat. Und heute wollen wir uns ein wenig noch eben diese Residualkategorie der anderen Völkerrechtssubjekte ein wenig näher ansehen. Ganz allgemein müssen wir da jetzt als Vorfrage ein bisschen technisch bleiben. Das Spannende kommt dann sogleich. Und diese Vorfrage betrifft eben, was meinen wir eigentlich mit Völkerrechtssubjektivität? Ja, das ist natürlich ein ganz sperriges Wort. Das werde ich auch hier über den Slides, ich habe wieder ganz viele Slides mitgebracht und ja, auch mal wieder ein paar von Ihnen mit viel zu viel Text, mit VRS, also Völkerrechtssubjekte oder Völkerrechtssubjektivität, das bitte immer als Abkürzung nehmen. Und da müssen wir uns halt mal als Vorfrage damit auseinandersetzen, was denn jetzt eigentlich das heißt, wenn etwas ein Völkerrechtssubjekt ist. Was bedeutet das eigentlich und warum spielt das überhaupt eine Rolle? Und da können wir dann anhand dessen uns auch immer die Frage stellen und sie auch damit mit diesem kurzen Schlüssel, den ich Ihnen da mitgeben möchte, können wir dann aufsperren, wann immer wir da vor dem Tor stehen, der Frage, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Völkerrechtssubjekt? Ist das überhaupt ein Rechtssubjekt? Was ist jetzt dieses und jenes, wenn wir jetzt an den Heiligen Stuhl denken, wenn wir an Aufständische denken, an Regierungen oder an Aufständische, die Regierungseigenschaft für sich beanspruchen. Ganz allgemein ist die Definition von Völkerrechtssubjektivität genau dieselbe wie jene, es sind alle, die Völkerrechtssubjekte sind, sind ganz allgemein dieselbe, ist dieselbe Definition wie bei Privatrecht. Also Rechtssubjektivität bedeutet die Fähigkeit, Träger, Trägerin von Rechten und Pflichten zu sein. Und da sehen wir dann halt anhand von dessen, dass das ganz simpel ist. Man sagt, gut, das sind mal klassisch alle Staaten, das sind auch alle internationalen Organisationen und das sind dann auch weiter in weiterer Folge eben auch sowas, wie das es schon lange gibt, wie der Heilige Stuhl beispielsweise. Davon zu unterscheiden, ganz streng, ist die Handlungsfähigkeit. Also es kann ja sein, dass etwas Völkerrechtssubjektivität genießt, aber nicht hinreichend handlungsfähig ist. Wir denken da jetzt wieder an die sogenannten fragilen Staaten, wir denken da jetzt an Failed States, die eben keine funktionierende Regierung haben, keine Regierung, die die Zentralgewalt hat, keine Staatsgewalt, die das Gewaltmonopol innehat. Wir denken da auch an scheintote Staaten, also Litauen, Lettland und Estland nach der Okkupation durch die Sowjetunion bis zur Erlangung bis zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit. Auch diese Staaten haben fortbestanden und sind dann unabhängig geworden und nicht als neue Staaten wieder entstanden. Da haben wir auch die historisch vorbelastete Frage des Status von Österreich nach dem sogenannten Anschluss. Wenn scheintot, dann ist Österreich niemals untergegangen. Wenn man davon ausgeht, dass Österreich Teil des damaligen Deutschen Reiches geworden ist, wäre es untergegangen und ab 1955 als gänzlich neuer Staat entstanden. Auch da kann man davon ausgehen, dass Österreich nie im rechtlichen Sinne, ist natürlich immer eine Fiktion, wir tun immer so, natürlich sind die Fakten oft andere, aber dort geht man davon aus, dass Österreich dann nicht zur Gänze untergegangen ist, weil es natürlich auch dann eine Frage diese stellen würde, was macht man jetzt mit Kriegsschulden, weil wenn man sagt, das ist völlig neu entstanden, dann muss man auch keine Kriegsschulden bezahlen, weil man hat ohnehin nicht existiert zu der Zeit. Also da sieht man, wie diese politischen Fragen, die eben emotional aufgeladen sind, auch eine reale Komponente haben und dass das eben nicht nur etwas ist für den akademischen Elfenbeinturm, wenn auch ich natürlich zugeben muss, dass das auch sonst spannend ist, da jetzt darüber zu diskutieren. Aber wie gesagt, die Völkerrechtssubjektivität ist von der Handlungsfähigkeit zu unterscheiden. Und da können wir uns jetzt als Richtschnur drei Kriterien nehmen, um zu schauen, ob jetzt in irgendeiner Art und Weise Völkerrechtssubjektivität vorliegt. Die allerwichtigste von Ihnen, und ich habe jetzt vorhin gerade nachgesehen, Sie sehen, merken es eh, ich zeige immer ganz gerne meine Bücher. Warum ich das aber mache, ist einfach, um auch Ihnen immer wieder zu verdeutlichen, woher denn das alles kommt und welche Rolle dieses quasi College an Lawyers, wie man es oft nennt, also eben diese Völkerrechtler-Community spielt. Also, wir haben hier das Werk von Ian Brownlee. Und das Interessante daran ist, dass es eine frühere Ausgabe gibt, die von ihm selber noch gestammt hat.
Und jetzt wurde es bearbeitet von James Crawford und fortgeführt von seinem Schüler. Also das hofft man ja gerne auch als Professor, als Professorin, oder vielleicht eine Schule gründen. Man möchte das dann später andere, die Traditionen, die man begonnen hat, fortführen. Vielleicht würde ich mich freuen, wenn irgendwann einmal andere das meine kleinen Quasi-Einheiten hier fortführen. Und dann sagt, gut, da hat man einen Trend gestartet. Die Menschen wollen ja irgendwo sich verewigen. Ja. Daher kommt ja wahrscheinlich auch dieser Gedanke von Rechtsschulen. Und das Interessante an diesem Buch ist aber, dass bei der Originalausgabe von Herrn Brownlee selbst er noch von drei Kriterien gesprochen hat, die ganz zentral sind, um festzustellen, ob jemand ein oder ob etwas ein Völkerrechtssubjekt ist und ob eine gewisse Art von Völkerrechtssubjektivität vorliegt, während dann sein Schüler James Crawford sich reingeschnitten ist und sich eingeschossen hat auf das Kriterium der Verantwortlichkeit, dass das ganz zentral ist, auch in seiner Völkerrechtssubjektivitätsdefinition, um es mal richtig, so wie wir es im Deutschen ja ganz gern machen, einfach irgendwas noch dranhängen und es ist wiederum ein Wort. Das heißt, Völkerrechtssubjekte, Träger von Rechten und Pflichten und dann eben auch die grundsätzliche Möglichkeit, verantwortlich gemacht zu werden oder die Verantwortlichkeit von anderen einzuholen oder einzuklagen. Also eben, da sind wir ganz zentral natürlich im System der Staatenverantwortlichkeit, die ILC-Artikel zur Staatenverantwortlichkeit von 2001. Das ist eine Quasi-Kodifikation, ist kein Vertrag, aber das sind Artikel, die von der International Law Commission, der Völkerrechtskommission ausgearbeitet wurden und weithin akzeptiert werden. Die werden auch zitiert von innerstaatlichen Gerichten und von internationalen Gerichten. Da merkt man, die haben eine sehr hohe autoritative Kraft. Die muss man nicht extra in einen Vertrag packen, weil da ist dann immer das große Risiko, dass der Vertrag nicht angenommen wird. Das nur ganz kurz also als Rechtsquelle dafür. Das ist keine, die sich in den klassischen Rechtsquellenkatalog einfügt, aber die schon eine Verschriftlichung der allgemeinen Prinzipien der Staatenverantwortlichkeit ist. Also was passiert, wenn ein Staat Völkerrecht verletzt, was kann man dann tun? Eben einklagen, und das sind diese Sekundärregeln, also sowas, was man vielleicht, der Markus Beer, mein Kollege, hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, das hat was von der Lex Aquilia, wie wir sie aus dem römischen Recht kennen. Also eben diese Fragen oder diese prozeduralen Fragen, die sich stellen, wenn einmal eine Völkerrechtsverletzung da ist, und die finden wir im Recht der Staatenverantwortlichkeit und dann natürlich auch für den Regeln zur Verantwortlichkeit von internationalen Organisationen. Jetzt können wir den Begriff aber auch sehr weit fassen, und da wären wir dann eben bei der Verantwortlichkeit von Individuen, denken wir ans Völkerstrafrecht oder vielleicht auch von aufständischen Gruppen, die man als Gruppen vielleicht auch zur Verantwortung ziehen könnte, aber da sind wir dann natürlich schon sehr weit. Aber das ist das zentralste Kriterium und auch für eine Möglichkeit, Völkerrechtssubjekte untereinander abzugrenzen. Ein anderes ist die Möglichkeit, Diplomaten, Diplomatinnen zu empfangen und zu entsenden beispielsweise oder eben auch diplomatische Institutionen, Einrichtungen zu unterhalten. Also wir denken natürlich da an Botschaften oder an die Gebäude von internationalen Organisationen, die entsprechend unverletzlich sind. Da wird natürlich zu bedenken, das ist keine Exklave, also sie betreten kein fremdes Staatsgebiet, und wenn sie sich beispielsweise nach Kaisermühlen begeben, zum Sitz der Vereinten Nationen in Wien, auch da sind sie nicht außerhalb österreichischen Staatsgebiets. Natürlich, da ist oft der Begriff der Exterritorialität, also der außerterritoriale Charakter, aber das bedeutet nicht, dass sie jetzt Österreich verlassen hätten. Das heißt einfach nur, dass da die österreichische Polizei üblicherweise nicht hinein wird und dass auch die österreichischen Gesetze nicht zur praktischen Anwendung kommen. Aber sie sind nach wie vor auf österreichischem Staatsgebiet. Das wurde einfach nur vermietet für diesen symbolischen Schilling pro Jahr. Und wenn man da auch schaut, wir haben mal nachgefragt im Finanzministerium, die haben ja auch bestätigt, die UNO zahlt auch wirklich diese Summe. Also es ist jetzt gar nicht mal so ohne, wenn sie diesen Budgetrahmen haben und dann eine geringe, aber symbolische Summe dann jedes Jahr bekommen, ist dann wieder so eine Sache, das muss man ja auch einbuchen. Und das ist jetzt auch gegenrechnet worden mit dem Wert in Euro, aber Judex und Kalkulat, da werde ich jetzt nicht herumrechnen, aber es ist ja natürlich, wenn Sie einen Schilling denken, das müsste jetzt irgendwie 0,7, ja, ich werde da jetzt nicht zu rechnen beginnen, aber das nur ganz kurz als Zwischenbemerkung. Aber Sie sind eben nicht außerhalb von Österreich, wenn Sie sich beispielsweise auf einen Fieldtrip, einen Studententrip, Studententrip oder eine Konferenz vielleicht oder was auch immer aufs Gelände der UNO City in Wien begeben oder andere internationale Organisationen. Denke natürlich ans UNO-Hauptquartier in New York, das ist ja auch sein Völkerrechtler und International Relations interessierte Menschen, Disneyland. Und diese Eigenschaft, dass man einerseits eigene Diplomaten, Diplomatinnen senden kann oder eben Immunitäten hat für Gebäude, das ist eben ein weiteres Kriterium. Und man sagt, na gut, wenn das mal möglich ist, also wenn man so ein unverletzliches Gebäude hat, das deutet dann schon auf Völkerrechtssubjektivität hin.
Und das letzte Kriterium, das Brownlee hier genannt hat, Crawford da eben schon viel weniger, ist die Möglichkeit, völkerrechtliche Verträge zu schließen, also so eine Vertragsschlusskompetenz. Die ist bei IOs meistens eigens vorgesehen oder oft häufig eigens vorgesehen im Vertrag, der eine internationale Organisation einrichtet, im Gründungsvertrag. Man denkt an den Vertrag von Marrakesch bei der WTO, nur ein Beispiel zu nennen, oder eben der UNO-Charta. Oft ist das eigens vorgesehen. Oft ergibt es sich implizit, einfach weil die IO das macht und wenn andere das akzeptieren, dann hat sie eine Vertragsschlusskompetenz. Da geht es aber um völkerrechtliche Verträge. Es kann auch sein, ein Sitzvertrag, also zwischen dem Sitzstaat, also dem Staat, wo die internationale Organisation sich befindet, und der internationalen Organisation selbst. Und wenn das mal ein völkerrechtlicher Vertrag ist, dann merkt man daran auch, na gut, wenn man mal so einen Vertrag schließen kann, dann wird die Sache wohl ein Völkerrechtssubjekt sein. Das darum so drei Kriterien. Und wenn jetzt nicht alle vorliegen, aber zumindest eine davon, dann sieht man, dass zumindest irgendeine Form von Völkerrechtssubjektivität vorliegt. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich den unterschiedlichen Formen der Völkerrechtssubjektivität. Und Sie sehen hier rechts oben, da muss ich ganz kurz mein Bild verschieben. Da sehen Sie hier den guten alten Alfred Verdross. Ja, das ist einer der, könnte man sagen, Völkerrechtsgiganten. Ja, auch ein österreichisches Mitglied bei der Völkerrechtskommission. Das sehen Sie hier auch in dieser traditionellen Robe. Das Bild ist vom Archiv der Universität Wien. Also wenn Sie den Herrn sehen, dann wissen Sie gut, das ist einer von den Big Names des Völkerrechts, vor allem aus der österreichischen Völkerrechtsgeschichte. Und er hat eben ein Buch geschrieben in mehreren Auflagen. Jetzt finde ich es nicht. Die erste Auflage von 1937. Wenn ich jetzt aufstehe, sehen Sie meine Jogginghose, ist vielleicht nicht ganz passend. Jedenfalls ein Völkerrechtslehrbuch 1937 zum ersten Mal. Und das gibt es dann in mehreren Auflagen und die fünfte Auflage, die letzte von ihm bearbeitete. Und da sehen Sie eben auch gewisse Kontinuitäten im Völkerrecht. Warum sehen Sie hier gewisse Kontinuitäten im Völkerrecht? Weil, wenn Sie hier schauen, unter Mitarbeit von Dr. Stefan Verhofstadt und Dr. Karl Zemanek. Und Dr. Karl Zemanek war dann eben ein lang im Amt befindlicher Professor an der Universität Wien, mittlerweile schon länger emeritiert, und da sehen Sie eben diese Kontinuität. Also der hat dieses Buch dann bearbeitet und dann waren wieder andere Professoren bei Professor Zemanek und das tradiert sich dann immer so weiter fort. Und man könnte da sagen, Herr Professor Verdross ist sowas wie der Vater der Wiener Völkerrechtstradition. Also man geht noch weiter zurück, man sieht immer die Frage, wen bezeichnet man dann wirklich als Vater oder eben auch als Mutter von einer Rechtstradition. Aber das nur ganz kurz, dass Sie diesen Herrn kennengelernt haben, weil er hat in seinem Lehrbuch zum Völkerrecht verfasst eine Reihe, oder da ist eben ein schönes Kapitel zu Völkerrechtssubjekten und den unterschiedlichen Kategorien von Völkerrechtssubjekten. Und da ganz zentral ist die Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Völkerrechtssubjekten. Bei den aktiven Völkerrechtssubjekten handelt es sich auch um Völkerrechtssubjekte im engeren Sinne. Das sind nämlich all jene, die an der Erzeugung von Völkerrecht mitwirken bzw. mitwirken können. Das heißt, Staaten und internationale Organisationen, und das war es dann auch schon wieder. Das sind die einzigen, die selbst völkergewohnheitsrechtlich handeln können, also die eben Akte setzen können mit der Rechtsüberzeugung, Opinio Juris, dass sie hier entweder rechtlich konform handeln oder vielleicht das Recht verändern, und zweitens als das maßgebliche rechtserzeugende Handeln hier zu nennen, die eben auch völkerrechtliche Verträge schließen können. Das sind diese zwei ganz entscheidenden Merkmale oder Handlungsformen, die eben nur Staaten und internationalen Organisationen, zumindest in der uneingeschränkten Form, zustehen. Und deswegen können auch nur Staaten und internationale Organisationen Recht erzeugen und als aktive Völkerrechtssubjekte bezeichnet werden können, beziehungsweise als Völkerrechtssubjekte im engeren Sinn. Wenn wir dann jetzt denken an die zweite Kategorie, Völkerrechtssubjekte im weiteren Sinne, das sind eben die, über die wir heute ein wenig näher sprechen werden, nämlich die, die passive Völkerrechtssubjektivität genießen, die vielleicht ein gewisses Maß eingeschränkte Rechte genießen, eine kleine Rolle spielen, aber nicht an der Erzeugung von Völkerrecht beteiligt sind. Also denken wir beispielsweise an bewaffnete Gruppen, die sind an das Völkerrecht gebunden, aber deren Handlungen im Krieg, die sie setzen beispielsweise, verändern das Kriegsvölkerrecht nicht. Die haben eben auch keine Opinio Juris, die können auch keine völkerrechtlichen Verträge im eigentlichen Sinne schließen und als solche eben nicht an der Rechtsentwicklung oder Rechtserzeugung im humanitären Völkerrecht beteiligt sein. Selbe auch für Individuen. Auch wir können
keine, wir können privatrechtliche Verträge schließen, aber ich als Person und jeder andere Einzelmensch als solcher, nicht weil ich für den Staat handle, sondern weil ich für mich handle, ich kann jetzt auch keinen völkerrechtlichen Vertrag schließen. Deswegen hier nur passive Völkerrechtssubjektivität. Man hat vielleicht eine gewisse aufgrund der Menschenrechte, aber man kann nicht Völkerrecht erzeugen, Völkerrecht schaffen. Das bleibt Staaten und internationalen Organisationen vorbehalten. Die zweite große Kategorie ist die Unterscheidung zwischen Pflichtsubjekten und Berechtigungssubjekten. Wie wir bei der allgemeinen Definition von Völkerrechtssubjekten schon gesehen haben, sind alle Völkerrechtssubjekte irgendwo Träger von Rechten und auch von Pflichten, aber man kann da schon nochmal unterscheiden. Also es kann sein, dass man beispielsweise mehr Rechte hat als Pflichten. Als Individuum zum Beispiel. Wir haben alle Menschenrechte. Das heißt, das sind ziemlich viele Rechte, die wir in der EMRK finden, im Pakt über bürgerliche und politische Grundrechte, in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und so weiter und so fort. Gleichzeitig haben wir nur relativ eingeschränkte Pflichten. Die finden wir heute, vor allem wenn wir jetzt denken ans Völkerstrafrecht, und das ist ein relativ rezentes Rechtsphänomen. Wenn man jetzt schaut, wieder zurück zu Herrn Ferdros, dann fällt uns zum Beispiel auf, die fünfte Auflage von seinem Lehrbuch ist aus dem Jahr 1964, da war der Gedanke des internationalen Strafrechts bzw. des Völkerstrafrechts noch nicht so weit. Da hatten wir gerade mal die Kriegsverbrecherprozesse in Tokio nach dem Zweiten Weltkrieg und die berühmten Nürnberger Prozesse. Das heißt, das war gerade mal noch in den Kinderschuhen, dieser Gedanke, dass Individuen, die für einen Staat handeln, als Staatsorgane handeln, sich nicht auf die Souveränität berufen können, um einer etwaigen strafrechtlichen Verfolgung, einer Bestrafung für Akte, die sie als Staatsorgane gemacht haben, sei es als General, sei es als Staatschef, als Regierungschef, dass sie sich da nicht darauf ausreden können und sagen, na, ich habe da nichts gemacht, ich habe nur für den Staat gehandelt. Das war eben noch ein ziemlich neuer Gedanke zu der Zeit. Heute ist es schon allgemein anerkannt, dass man sich nicht mehr auf die Immunität berufen kann und die nicht mehr als Schutzschild verwenden kann, um zur Verantwortung gezogen zu werden als Individuum für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen Menschlichkeit, Völkermord oder eben auch Angriffskrieg bzw. Aggression. Aber das ist eben, wie gesagt, erst seit relativ kurzer Zeit, so vor allem seit den 1990er Jahren. Und auch so könnte man sagen, das ist im Verhältnis zu dem, wie viele Rechte wir haben, auf Grundlage der Menschenrechte, ist das, dass wir eben keine Kriegsverbrechen begehen sollen und keine Verbrechen gegen Menschlichkeit, keinen Völkermord, keine Verbrechen gegen den Frieden, das ist relativ wenig. Also das sollte man doch wohl schaffen. Aber eben, da kann man unterteilen, je nachdem, ist man jetzt verpflichtet oder berechtigt. Ein anderes Beispiel wäre, wenn man jetzt individuelle Klagsrechte bekommt, also als Einzelperson, als Investor, und dann bekommt man die Möglichkeit, vor ein Schiedsgericht zu ziehen, beziehungsweise ein Schiedsgericht einzuberufen in einer Streitigkeit gegen einen Staat. Auch da ist man berechtigt. Natürlich hat man innerhalb von dem Staat auch gewisse Pflichten als Investor, aber aus völkerrechtlicher Sicht ist man da in erster Linie ein Berechtigungssubjekt. Während die Pflichtsubjekte, das ist eben die andere Seite dieses Völkerrechtssubjektivitätscoins, also dieser Münze, die eben zwei Seiten hat, und da sind alle Pflichten gemeint, eben vertragliche Pflichten aus dem Völkergewohnheitsrecht, und da ist natürlich klar, dass vor allem bei Staaten ungleich mehr Pflichten greifen, dass sich das da mehr die Waage hält als beispielsweise bei Einzelpersonen. Ein anderes, letztes Beispiel in dem Zusammenhang wären auch kriegsführende Gruppen, beziehungsweise der technische Begriff, der ist wieder so bemüht, objektiv ist nicht staatliche bewaffnete Gruppen. Auch die sind sowohl verpflichtet aufgrund des humanitären Völkerrechts als auch berechtigt, in dem Sinne aber nur berechtigt, dass sie gewisse Rechte haben als Kriegsführende, als einzelne Kämpfer. Eben auch ihnen gegenüber gilt das humanitäre Völkerrecht, selbst wenn sie selbst sich nicht daran halten, aber sie sind auch verpflichtet. Und da kommen wir zurück zu den aktiven und passiven Völkerrechtssubjekten. Sie können aber nicht eigenständig mitwirken an der Fortentwicklung dieses Rechtsgebiets. Dann spricht er von dauernden und vorübergehenden Völkerrechtssubjekten. Dauernde, das sind eben Staaten, die sind auf fortwährenden Bestand ausgelegt, während vorübergehende, das sind eben solche, die sind vielleicht am Weg zur Staatlichkeit, wenn wir an Unabhängigkeitsbewegungen vielleicht denken, zum Beispiel, oder eben Staaten, die Protektorate, die auf dem Weg zur Unabhängigkeit sind, die eben nur als solche in dieser Form der Völkerrechtssubjektivität, also ein Übergangsstatus, bis sie volle Völkerrechtssubjektivität als Staaten erlangen. Dann ursprüngliche Völkerrechtssubjekte, kann man sagen, das sind diese Staaten, die schon ganz lange bestehen und später aufgenommen, die eben erst beispielsweise ab 1960 unabhängig geworden sind. Dann volle Völkerrechtssubjektivität und partielle Völkerrechtssubjektivität, also hat man alle Rechte und kann man alle Pflichten des Völkerrechts tragen oder eben nur in eingeschränktem Maß. Wiederum denken wir an
Menschen, Individuen. Wir haben beispielsweise jetzt nicht irgendein Staatsgebiet für uns, können jetzt auch nicht sämtliche Arten von Völkerrechtsverträgen schließen, deswegen keine volle Völkerrechtssubjektivität. Dann könnte man sagen, allgemeine und partikuläre, das heißt Völkerrechtssubjektivität gegenüber allen oder eine partikuläre nur gegenüber denen, die uns auch als Völkerrechtssubjekte anerkennen. Könnte man wiederum sagen, diese nationalen Befreiungsbewegungen, Aufständische, die haben ihre Völkerrechtssubjektivität, die genießen sie nur gegenüber den Staaten, die sie auch entsprechend als eingeschränkte Völkerrechtssubjekte, als partielle Völkerrechtssubjekte anerkennen. Könnte man auch sagen, bei manchen internationalen Organisationen, wenn die nicht groß genug sind oder eben nur regional und nur eine Handvoll Mitglieder haben, dass die nicht von allen anderen Staaten als volle Völkerrechtssubjekte oder überhaupt als Völkerrechtssubjekte anerkannt werden, dann haben sie nur eine subjektive Völkerrechtssubjektivität. Die großen internationalen Organisationen, UNO, WHO, WTO, international, Europäische Union, die haben natürlich objektive Völkerrechtssubjektivität, die werden von allen Staaten als Völkerrechtssubjekte anerkannt. Und dann kann man noch die Völkerrechtssubjekte einteilen, je nach ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit. Also das sieht man eh auch ganz allgemein, hat man hier schon gemerkt, je nachdem, was sie alles tun dürfen, was nicht. Und da ist wiederum abgeleitet vom Staat. Staat darf alles, kann fast alles, kann fast alles, während Individuen nur in sehr eingeschränktem Maße völkerrechtliche Handlungen setzen können oder wenn überhaupt. Oder beispielsweise, wenn wir jetzt auch denken an andere eingeschränkte Völkerrechtssubjekte, diese Streitfrage, sind jetzt transnationale Wirtschaftsunternehmen Völkerrechtssubjekte oder NGOs? Also wenn, dann sind sie nur ganz, ganz eingeschränkt, in ganz eingeschränktem Maße rechts- und handlungsfähig. Bei den Vorübergehenden, und jetzt sehen wir, wir werden da jetzt schon ein paar besprechen, unterschiedliche Kategorien, das sind eben solche entweder National Liberation Movements, also das ist aus der Zeit der Dekolonisation, also des Endes von der Kolonialzeit, das ab 1960, ab den 1960er Jahren und ab 1960er Schlüsseljahr, weil da sehr viele Länder, wenn man denkt an den Kongo beispielsweise, unabhängig geworden sind, ehemalige Kolonien. Und bei manchen ging das nicht ganz reibungslos, oder oft ging das nicht ganz reibungslos, da haben dann nationale Gruppen Krieg geführt, Unabhängigkeitskriege, zur Erlangung der Unabhängigkeit, also eben um sich zu emanzipieren von ihren ehemaligen Kolonialmächten. Und diese sogenannten National Liberation Movements, viele sehen darin einen Euphemismus, weil das auch nicht immer ganz zimperliche Gruppen waren, die eben auch sehr oft sich einer anderen Form, aber doch einer Form von Terrorismus bedient haben. Und die wurden dann von manchen auch anerkannt, zu einem gewissen Grad. Also, dass man sie vielleicht unterstützt hat, dass man ihnen finanzielle Unterstützung zukommen hat lassen, dass man ihnen symbolische Unterstützung hat zukommen lassen. Denken wir beispielsweise an die Sowjetunion, die dann immer wieder im Zuge von Konferenzen oder im Rahmen der UNO immer wieder sie aufgewertet hat, vor allem wenn sie natürlich auch selbst sozialistischen Idealen sich verschrieben haben. Also das ist eine symbolische Aufwertung, die aber auch sich durchaus im rechtlichen Sinne niederschlagen kann. Wenn wir jetzt auch denken an finanzielle Unterstützung, logistische Unterstützung, also gut, man stellt das eigene Staatsgebiet zur Verfügung, um es, damit sie sich dort treffen können oder vielleicht zu Konferenzen von den jeweiligen nationalen Befreiungsbewegungen stattfinden können, vielleicht sogar Waffenlieferungen. Die Sowjetunion hat immer wieder argumentiert, dass es erlaubt sei und kein Verstoß gegen das Interventionsverbot, wenn man solche Unabhängigkeitsbewegungen mit Waffen beliefert. Während wiederum die ehemaligen Kolonialmächte sagen, im Moment, das ist immer noch eine Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten. Da ist auch natürlich zu bedenken, dass solche Kriege als internationale bewaffnete Konflikte klassifiziert werden. Wenn wir uns das erste Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen von 1977 anschauen, da steht explizit drin, dass nicht nur zwischenstaatliche Kriege international sind, sondern eben auch Kriege zwischen solchen Unabhängigkeitsbewegungen und den Kolonialmächten. Also da sehen wir auch da so eine gewisse Aufwertung, warum man sagen kann, sie sind, während sie sich auf dem Weg zur Erlangung von Unabhängigkeit befinden, während sie kämpfen für die Freiheit ihres Volkes oder der Bevölkerung oder des Volkes, das sie zu repräsentieren, vorgeben oder auch tatsächlich repräsentieren, haben sie so eine vorübergehende, teilweise Völkerrechtssubjektivität. Andere Beispiele wären da die PLO im Nahostkonflikt oder die Frente Polisario in Westsahara. Und da ist auch das Interessante und Wichtige dabei, das ist außerhalb vom klassisch kolonialen Kontext, weil PLO Israel ist keine Kolonialmacht im Sinne des Völkerrechts und auch in der Westsahara im Kampf gegen Marokko, die Frente Polisario, auch das ist kein klassischer Kolonialismus, das hat jetzt nicht, Israel hat ja im 19. Jahrhundert gar nicht bestanden, sondern das ist ein
Konflikt im Kontext des Kolonialismus und des kolonialen Erbes, aber kein genuiner Konflikt, in dem es um Erlangung der Unabhängigkeit von einer Kolonialmacht im genuinen juristischen Sinne geht. Das nur ganz kurz, dass man sieht, dass diese vorübergehende Völkerrechtssubjektivität von nationalen Befreiungsbewegungen nicht nur im Kontext des Kolonialismus gegeben sein muss. Wir können da jetzt auch denken an den Beobachterstatus von solchen Organisationen, dass man sie zumindest als Beobachter zulässt, wenn es um sie geht oder um das Gebiet, das sie repräsentieren, um die Bevölkerung, die sie repräsentieren wollen, oder dass man sie zu Treffen, auch Sitzungen einlädt. Man denke beispielsweise an den UNO-Sicherheitsrat, wo auch die PLO immer wieder eingeladen wurde als Vertretung der Palästinenser. Auch da wiederum so eine Aufwertung. Man sieht, na gut, ein gewisses Maß an Rechtssubjektivität scheint dann doch vorzuliegen. Dann gibt es dann noch Staaten mit beschränkter Handlungsfähigkeit. Das ist da auch zu nennen, wenn wir schon beim Kontext Kolonialismus sind. Vor allem da zu nennen die Protektorate. Das ist ganz streng aber abzugrenzen von Kolonien. Warum? Weil Kolonien haben gar keine Völkerrechtssubjektivität gehabt. Die waren das quasi Eigentum der jeweiligen Kolonialmacht. Und da hat es dann auch nicht so etwas gegeben, wie man könnte da sagen, wie eine eigene Rechtssubjektivität, sondern eben, wenn man jetzt denkt an König Leopold, Belgien, so eine brutale Form von Kolonialismus, auch da sieht man, der hat das quasi als sein Eigentum betrachtet, den Kongo. Und auch da die Nachwirkungen bis heute zu spüren. Aber eben da sind wir gar nicht bei einer gewissen Form von Völkerrechtssubjektivität, sondern da muss man dann sagen, das ist einfach, und das ist das Traurige daran, da wurden dann Gebiete wirklich wie Privatvermögen behandelt. Bei dem Protektorat wiederum, das ist eine rechtliche Konstruktion, die nicht ganz unheikel ist. Warum? Weil man hat da so einen Quasi-Vertrag zwischen dem Protektorstaat und dem Protektorat. Und wenn man sich das jetzt mal ganz objektiv ansieht, dann wirkt das ja ganz vernünftig oder das wirkt ja eh nobel. Der Protektorstaat, der vertritt das Protektorat nach außen, der beschützt es auch nach außen gegen Angriffe von anderen Ländern. Aber wenn man da ein bisschen hinter den Vorhang des Protektoratsverhältnisses schaut, dann merkt man, ach, na, ganz so einfach ist das nicht. Warum ist das nicht ganz so einfach? Naja, weil man dann sieht, warum haben die das eigentlich gemacht oder wie hat das in der Praxis ausgesehen? Und in der Praxis hat man da sehr oft gemerkt, dass das trotzdem zu Interventionen im Inneren geführt hat. Und man hat dann auch gesehen, das wurde sehr oft missbraucht. Ne? Also dieser Gedanke, die können sie noch nicht voll und ganz selbst vertreten. Und dann hat man dann auch gesehen, gut, das ist ja eben oft Kolonialismus in einem Schleier oder hinter einem Schleier oder in anderem Gewand. Und da hat man aber, das aus genuin rechtlicher Sicht, hat da im Rechtspositivismus, den Völkerrechtspositivismus aus dem 19. Jahrhundert oft vorgeworfen, dass er eben so pseudo-objektiv gewesen wäre, um eben zu verdecken, dass es da trotzdem nach wie vor um beinharte koloniale Interessen gegangen ist. Wenn wir das aber jetzt aus rein rechtlicher, völkerrechtlicher Sicht bewerten wollen, dann sehen wir, das Protektorat hat grundsätzlich Völkerrechtssubjektivität, aber nur eine beschränkte Handlungsfähigkeit, vor allem nach außen, aber auch im Inneren keine volle Souveränität. Und da habe ich jetzt, und ich habe es schon angekündigt, und ich sehe da jetzt ein langes Zitat von Anthony Engie, ein sehr lesenswertes Buch zu dem Thema, 19. Jahrhundert und der Umgang mit Souveränität und dem großen Begriff der Zivilisation und wie er das Protektorat beschreibt im Zusammenspiel mit diesem Rechtspositivismus, der da versucht zu objektivieren, was man gemacht hat. Er gesagt hat, the Protectorate was essentially a treaty by which uncivilized states, und das ist ja die Terminologie im Völkerrecht des 19. Jahrhunderts, diese Kategorisierung voll zivilisiert, semi-zivilisiert, gar nicht zivilisiert, vielleicht sogar barbarisch, Zitat John Stuart Mill, a treaty by which uncivilized states place themselves under the parenthesis, also Anführungsstriche, protection of European states. Under this regime, the European state would acquire complete control over the external affairs of the non-European state, and this meant that the non-European state could not communicate with any other European state without the permission of its protector. Also Sie sehen da auch, Sie können nicht einfach sagen, wir wollen vielleicht mit einem anderen einen Vertrag schließen, wir wollen vielleicht jemand anderen Zugriff zu unseren Rohstoffen geben oder vielleicht jemand anderen, der auf uns aufpasst, wir wollen Türsteher wechseln. Sie sehen schon, worauf Anthony Engie da hinaus will, ja, und das ist auch diese Kritik, das hat ein bisschen was von Mafia. Ja. Sie können sie nicht aussuchen, das ist ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können,
wenn sie Schutz, das ist eine Schutzgeld, Form von Schutzgeldzahlung. Das ist hier die Kritik von Anthony Engie am Kolonialismus des 19. Jahrhunderts. Und da, und das ist jetzt der Sukkus von alledem, ich werde nicht das ganze Zitat vorlesen, das erspare ich Ihnen. Sie können dann ja auch natürlich auf Pause drücken und es sich durchlesen. The protectorate mechanism enabled European states to exercise control over a state with respect to both its internal and external affairs, even while asserting that sovereignty was properly located in the native ruler. Das heißt, Sie können hier sagen, na, wir haben nicht die Souveränität übernommen, aber wir holen uns die Vorteile, ja. Also, you can't have the cake and eat it too. Doch, im europäischen Kolonialismus des 19. Jahrhunderts ist das schon gegangen. Ich konnte sagen, wir sind da jetzt nicht die souveränen Herrscher. Wir haben nicht alle Verpflichtungen über das Protektorat, aber wir holen uns die Rosinen, je nachdem, wie sie zu Rosinen stehen. Wir holen uns das Positive da heraus, indem wir eben so einen Protektoratsvertrag schließen und eben sagen, wir erkennen durchaus die Völkerrechtssubjektivität an, aber eben nur in eingeschränktem Maße. Und da jetzt in dem Kontext ist ganz klar zu betonen, diese Resolution 1514 und übrigens auch die Schwesterresolution, Resolution 1541. Das ist recht einfach zu merken, Sie müssen dann nur die letzten zwei Zahlen vertauschen. Und da sehen Sie eben, und auch darüber werde ich in einer späteren quasi Einheit hier im Stream sprechen, diese Frage des Rechts auf Selbstbestimmung. Da sieht man einerseits diese große Wertung, ja, the subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United Nations and is an impediment to the promotion of world peace and cooperation. Also eine eindeutige Verdammung von der Unterwerfung von Völkern unter Fremdherrschaft und Fremddominanz oder oppressiver Dominanz von fremden Staaten. Und dann eben der zweite Punkt, und das ist jetzt dieses mit Dynamit geladene Konzept, wie es Lansing, der Secretary of State, der Außenminister, unter Woodrow Wilson schon nach dem Ersten Weltkrieg gesagt hat, ah, das ist ja die Büchse der Pandora, dieses Wort, Selbstbestimmung. Was heißt das? Jedes kleine Volk hat das Recht auf einen eigenen Staat. Da waren dann viele kritisch und gesagt, damit könnten wir jetzt vielleicht eine Lunte anzünden und da wird es dann gefährlich. Weil alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung und deswegen haben sie auch das Recht, ihren politischen Status selbst zu bestimmen und ihr wirtschaftliches, soziales und kulturelles Recht auf Entwicklung zu haben, je nachdem, wie sie das selbst wollen. Und dann auch noch der nächste Punkt, das politische, wirtschaftliche, soziale oder Bildungsmängel, also im Inadequacy, sollen nicht als Vorwand dienen oder als Vorwand gebraucht und missbraucht werden, um die Unabhängigkeit nach hinten zu schieben. Und deswegen sollen eben alle Treuhandgebiete oder nicht selbstregierten Gebiete und alle anderen Gebiete, die nicht unabhängig sind von fremden Staaten, von fremden Kolonialmächten, baldmöglichst unabhängig werden. Und da sehen Sie im Schlüsseljahr 1960, das spiegelt sich nicht nur in der Unabhängigkeit von vielen Staaten wider, sondern auch in Resolutionen der immer mehr von nicht-westlichen Staaten dominierten Generalversammlung der Vereinten Nationen. Und da sehen wir auch, um das Ende der Kolonialzeit mal zu versinnbildlichen und vor allem der Protektorate, Tunesien und Marokko waren die letzten französischen Protektorate. Bereits 1956 ist das ans Ende gekommen. Damit haben sie volle Souveränität erlangt. Und das letzte britische Protektorat, da auch noch zu nennen, das Brunei, Sultanat Brunei. Und da sind wir eben im Vorfeld zu einer anderen historischen Kategorie von Völkerrechtssubjektivität und Völkerrechtssubjekten, die Mandats- und Treuhandgebiete. Weil man sieht, einerseits hatten wir die Kolonien, andererseits Protektorate. Und dann gab es aber zusätzlich dazu auch noch Gebiete unter internationaler Verwaltung. Und da sind wir jetzt nach dem Ersten Weltkrieg, hat der Völkerbund, also die Vorgängernation der UNO, der Vereinten Nationen, die früheren deutschen Kolonien und Teile des früheren Osmanischen Reichs, man denke beispielsweise an das heutige Israel, / Palästina, in die quasi Obhut gegeben von Mandatsgebieten, von Mandatsmächten und hat sie dann unterteilt in A bis C, je nachdem, als wie entwickelt sie gegolten haben. Dann ist da auch ganz interessant, dieser Artikel 22 der Völkerbundsatzung, der eben von dieser heiligen Aufgabe der Zivilisation spricht, diese Gebiete entsprechend zu verwalten und auch eben heranzuführen, zu zivilisieren. Also sehen wir diese altertümliche Sprache, die heute nicht mehr en vogue ist. Und die daneben, Sie haben es auch in der Resolution davor gesehen, dann entsprechend in die Unabhängigkeit übergeben werden sollten. Diese ehemaligen deutschen Kolonien und ehemalige Teile
des Osmanischen Reichs. Ich sehe gerade, da ist ein kleiner Rechtschreibfehler. So, da kann man gleich ausbessern. Und dieses System wurde dann auch übernommen von den Vereinten Nationen in Form der Treuhandgebiete. Das heißt, dasselbe System, nur anderer Name, nach dem Zweiten Weltkrieg weiter fortgeführt, mehr oder weniger. Auch die hatten nur beschränkte Handlungsfähigkeit. Da gab es einen eigenen UNO-Treuhandschaftsrat, das eines der Hauptorgane der Vereinten Nationen ist. Klassische Prüfungsfrage, zählen Sie alle auf. Der wird gern mal vergessen, weil er auch heute inaktiv ist. Aber formalrechtlich existiert er in der Satzung der Vereinten Nationen weiter fort. Der war eben dafür zuständig, diese Gebiete entsprechend, also die Obhut oder diese nähere Auseinandersetzung mit diesen Gebieten oder das näher zu überwachen, aber er hat es nicht selbst unmittelbar getan. Und da sind wir jetzt bei einem rezenteren Kapitel der Völkerrechtsgeschichte. Warum bei einem rezenteren Kapitel? Da haben wir gesehen, dass die Vereinten Nationen etwas anderes getan haben. Und zwar gesagt haben, gut, manchmal muss man Gebiete auch entsprechend international verwalten, weil es vielleicht einen Konflikt gegeben haben und gegeben hat. Und da sieht man dann zum Beispiel Verwaltung durch die UNO oder auch regionale Organisationen wie beispielsweise die Europäische Union oder auch die NATO, wenn wir da jetzt zum Beispiel denken an die Situation im Kosovo. Oder wenn wir auch denken an Bosnien-Herzegowina oder Osttimor. Das waren auch Gebiete, die wurden international entsprechend verwaltet. Und da ist üblicherweise ist der Grundsatz eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats nach Kapitel 7, das ist dann die Basis, aber auf Grundlage dieses Rechtsdokuments, eben Kapitel 7 beschäftigt sich ja mit Frieden, mit der Bedrohung des Friedens, Bruch des Friedens oder gar Aggression, und da kann dann der Sicherheitsrat entsprechend weitreichend im Rahmen seiner Kompetenzen sogar lassen, dass ein Gebiet international verwaltet werden soll. Beispiel hier Resolution 1244 aus dem Jahr 1999, wo man da sieht, einerseits, und das ist ja so eine ganz klassische und umstrittene Resolution, die sehr viele, zumindest politisch affine Serben und Kosovo-Albaner kennen und fast schon auswendig können, weil da ist so viel Fläche für verschiedene Interpretationen. Man sieht hier der Sicherheitsrat und da in der Präambel, wo in der Präambel wird ja üblicherweise gesagt, worum geht's da, und man legt da mal ungefähr fest, was sind die Grundsätze, und da wieder bestätigen das Commitment von allen Mitgliedstaaten der UNO für die Souveränität und territoriale Integrität der Föderalen Republik Jugoslawien, also Serbien und Montenegro zu dem damaligen Zeitpunkt, die ja versucht haben zu beanspruchen, die Fortführung des Status als Jugoslawien, als das alte Jugoslawien, das wir mit Tito assoziieren, und auch alle anderen Staaten in der Region, und gleichzeitig aber dann auch der Aufruf für substanzielle, also für maßgebliche Autonomie und Selbstverwaltung des Kosovo. Und dann in weiterer Folge autorisierter Mitgliedstaaten der UNO und auch der maßgeblichen internationalen Organisationen eine internationale Sicherheitspräsenz im Kosovo einzurichten. Also eben KFOR, Kosovo Force von NATO, und dann aber auch die zivile Verwaltung, EU-Lex-Mission, Rechtsstaatlichkeitsmission der Europäischen Union. Und da sehen Sie eben auch, dass es einerseits die Grundlage, die ganz allgemein völkerrechtliche Grundlage, die dann weiter ausdefiniert wird von der EU und eben der NATO. Und da sehen Sie eben, da steht jetzt nichts von Unabhängigkeit dabei. Gleichzeitig, wenn man dann irgendwann im Rahmen des Selbstbestimmungsrechts die Unabhängigkeit erklärt, wie das kosovarische Parlament getan hat, sind wir dann irgendwo im Bereich, ist das jetzt ein Staat oder nicht. Aber das ist eben die Rechtsgrundlage für die internationale Verwaltung, wo man dann auch merkt, dass das Kosovo noch nicht vollständig souverän ist, weil eben noch eine internationale Präsenz vor Ort ist auf Grundlage einer UNO-Sicherheitsratsresolution. Heute wird das Kosovo oder der Kosovo, da streiten sich die Linguisten gerne mal, von rund 100 Staaten anerkannt, ist auch ein Mitglied in der Weltbank und beim IMF, beim Internationalen Währungsfonds, wo man dann sieht, muss immer bei beiden Mitglied sein übrigens, das ist ein Package-Deal, und da könnte man sagen, naja, dann, wenn die Staaten, Österreich beispielsweise, sagen, Kosovo ist ein Staat, dann sind wir wieder bei der Frage der Anerkennung, dann hat sich die Sache erledigt. Gleichzeitig ist es nicht UNO-Mitglied, also es hat nicht diesen Gütesiegel bekommen für Staatlichkeit, und Russland und Serbien versuchen aufgrund der diplomatischen Initiative vor allem kleinere Länder dazu zu bringen, ihre Anerkennung wieder zurückzunehmen. Deswegen hier auch diese
Welle, um zu sagen, naja, so rund 100 Staaten. So ganz klar ist das nicht immer, weil kann man eine Anerkennung überhaupt zurücknehmen? Ja, also, und eine Anerkennung ist auch nicht immer ganz eindeutig. Und sie sieht von ungefähr der Hälfte der Staatengemeinschaft, wenn wir davon ausgehen, dass es mindestens 193 und wahrscheinlich noch ein paar Staaten mehr gibt, rund die Hälfte aller Staaten hat das Kosovo anerkannt. Es gibt auch eine Website, die heißt kosovo.thankyou.com, wo eben eine eigene eingerichtet ist, wo Kosovo sich bei allen Staaten bedanken, die es anerkannt haben. Und da sieht man auch, dass eine diplomatische Initiative, um selbst aufgewertet zu werden. Und dann in dem Zusammenhang auch, wenn wir schon bei der Anerkennung sind, auch Palästina, interessanter Fall. Auch da der Konnex klar zu den Mandatsgebieten, war ja unter britischer Verwaltung schon während dem Ersten Weltkrieg, weil es unter Kontrolle, unter britische Kontrolle gelangt ist. Und da sieht man auch, Palästina, es wird heute von rund 138 Staaten anerkannt, aber es gibt keine UNO-Mitgliedschaft, vor allem weil die USA sagen, wir stellen uns da quer, genauso wie sich auch Russland querstellt im Sicherheitsrat, übrigens bei einer möglichen Aufnahme des Kosovo, das dabei auch immer im Hinterkopf zu bedenken. Palästina ist ein Mitglied beispielsweise bei der UNESCO, das hat ja dann zu heftigen Reaktionen geführt von Seiten der USA oder von Israel, die dann im Gegenzug wiederum gesagt haben, wir frieren jetzt unsere Zahlungen ein. Da sehen wir auch wieder den Konnex, die USA machen das auch als politisches Druckmittel. Man denke jetzt an die WHO, wo Trump auch angeordnet hat, die US-Zahlungen eine Zeit lang auszusetzen, weil er unzufrieden ist mit der WHO oder vielleicht auch einen Sündenbock sucht. Kann man auch gerne in den Raum stellen. Und deswegen ist auch Palästina kein UNO-Mitglied. Wie gesagt, und wenn es andere Interzahlungsorganisationen aufgenommen wird, dann kann das natürlich zu Gegenmaßen oder zu heftigen Protesten und auch Auswirkungen, realen Auswirkungen von Seiten von mächtigen Staaten wie den USA führen. Und hat jetzt den Status in der UNO als Non-Member Observer State, also als Quasi-Staat, aber kein Mitgliedstaat. Und dabei natürlich auch zu bedenken, dass Palästina nicht die volle Gebietshoheit oder eben die palästinensische Autonomiebehörde nicht die volle Autonomie, die volle Gebietshoheit innehat und auch die Hamas nicht im Gazastreifen, weil Israel jederzeit rein kann und auch die Grenzen und den Luftraum kontrolliert und auch die Wirtschaft über weite Strecken kontrolliert. Aber das nur ganz kurz, um da zu zeigen, was da mal später wird aus solchen Mandats- und Treuhand oder eben aus Mandatsgebieten und dass dieses Kapitel nicht ganz geschlossen ist. Es kommt nur in anderer Form und in einem anderen Kontext wieder. Und da sind wir jetzt beim nächsten Thema, das ich hier ganz gerne noch ansprechen möchte. Das sind diese traditionellen sui generis Rechtssubjekte. Ich sehe da eine Zwischenfrage, welcher Staat der am kürzesten existierende war, aber mehr oder weniger zweifelsfrei anerkannte Staat. Puh, das ist jetzt schwierig an der Stelle. Man könnte da beispielsweise denken, wenn man es an sich ansieht, Somalia, das ist ja hervorgegangen aus Somaliland, aus dem britischen Teil, aus dem ehemaligen von den Briten kontrollierten Teil und dann von dem italienischen Teil. Und die waren ganz kurz unabhängig und haben sich dann zusammengeschlossen zu Somalia eben. Das ist auch der Hintergrund, warum jetzt Somaliland für sich die Unabhängigkeit beansprucht und sagt, gut, nach dem Bürgerkrieg, Somaliland ist zumindest halbwegs stabil, möchte jetzt ein eigener Staat sein, werden aber nicht anerkannt. Aber das würde mir da jetzt spontan einfallen für ein Beispiel. Der Staat war nach erlangter Unabhängigkeit, war sowohl italienisch Somaliland als auch das britische unabhängig und haben sich dann sehr schnell zusammengeschlossen. Gleichzeitig wurde die Unabhängigkeit nur erteilt im Hinblick auf diese Fusion zu einem einheitlichen Staat. Aber für diese paar Tage, ich glaube es waren 3 Tage circa, waren beide voneinander unabhängig und gänzlich unabhängige Staaten und kein anderer Staat hätte da jetzt groß protestiert. Also das könnte sein, dass es noch etwas anderes gibt, was sogar noch kürzer bestanden hat, aber Somaliland, britisch Somaliland und eben der italienische Teil, das wäre da jetzt ad hoc mein erster Gedanke. Zurück zu den sui generis Völkerrechtssubjekten, den traditionellen sui generis Völkerrechtssubjekten. Sui generis ist etwas, das verwendet man ganz gerne, also Leute wie ich, die in Latein in der Schule sehr schlecht waren, liebe Grüße an Professor Trachter an dieser Stelle, verwenden das natürlich ganz besonders gern, ja, ohne dass sie wirklich gut mit der Grammatik umgehen können. Und auch im Völkerrecht verwendet man es sehr gern, das ist sozusagen die Ersatzsprache, also diese Lingua Franca, wo man auch sagen könnte, das wird von allen verwendet, weil viele von den Rechtskonzepten aus dem römischen Recht stammen. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo man sagen kann, gut, dann kann man auch viele einzelne Begriffe und Kategorien verwenden. Und sui generis ist etwas, das verwendet man immer dann, wenn man sagt, das gibt's, aber wir können es nicht einteilen. Dann sagen wir sui generis, eigene Art. Und
Diese Kategorie greift vor allem für drei Rechtssubjekte, den souveränen Ritter Malteserorden, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und den Heiligen Stuhl, weil alle drei geschichtlich gewachsene Sonderfälle sind, die, das habe ich eben gemerkt, in der Praxis und auch bei mir selbst, oder auch wenn man spricht mit Jus-Absolventen, Alumni von langer, langer Zeit, die erinnern sich alle sehr gerne an den Heiligen Stuhl, weil das eben so etwas ist, was ganz witzig ist. Und das werde ich heute auch noch zum Abschluss ein wenig näher darstellen. Das Erste, was ich hier erwähnen will, ist aber der souveräne Ritter Malteserorden. Der hat seinen Ursprung im 11. Jahrhundert und der Eroberung des Heiligen Landes, nicht Tirol an der Stelle, eben, sondern da im Nahen Osten, aus europäischer Sicht der Nahe Osten, aus amerikanischer Sicht spricht man eher vom Mittleren Osten, wo auch eine Kirche, ein Hospiz in Jerusalem unterhalten wurden. Und dann später auch wurde Zypern und Rhodos besetzt, 1308, und das war eine zunehmende Emanzipation vom Papst. Und Papst Nikolaus V. hat dann auch diese Gebietshoheit, er hat dann einem Fürsten gesprochen, das ist eine quasi Anerkennung, wenn wir das in völkerrechtlich aktuellen Kategorien einstufen wollen. Und dann auch 1530 geht es weiter. Das kann man sagen, ist ja quasi dieser Up and Down des souveränen Ritter Malteserordens. Da hat durch einen Order von Karl V. kam es zu einer Übertragung des Schlosses von Tripoli und die Inseln Malta und Gozo wurden dem souveränen Ritter Malteserorden ebenfalls übertragen, also eine Gebietshoheit. Und dann kam diese Gebietshoheit an ihr jähes Ende des 18. Jahrhunderts. 1798 wurde Malta und die Marcosa durch Napoleon erobert und nicht mehr zurückgegeben. Also auch nach dem Ende der Napoleonischen Kriege, 1814, 1815, beim Wiener Kongress, da haben zwar Vertreter vom Ritter Malteserorden teilgenommen, dann auch an den späteren Kongressen, aber sie haben das Gebiet nicht zurückbekommen. Das heißt, man hat zwar den Status quo ante, also den früheren Status wiederhergestellt, über weite Strecken. Man hat auch Frankreich wieder aufgenommen in die Pentarchie, in das Mächtegleichgewicht. Aber der souveräne Ritter Malteserorden hat sein Gebiet nicht entsprechend zurückbekommen. Und heute sitzt er zwar noch immer in Malta, hat dort auch ein Exklusivrecht über eine Burg, aber er hat keine Souveränität, keine Gebietssouveränität, auch in Malta nicht. Er unterhält aber trotzdem aufgrund seines historischen Ursprungs mit ca. 100 Staaten, das ist mal wieder bei der Frage, ist letztlich nicht immer so eindeutig feststellen, das schaut man ganz gerne auf die Website auch, da hat man aber natürlich immer nur die Information von einer Quelle, aber mit ca. 100 Staaten, das heißt, die erkennen seine Diplomaten an, seine Vertreter an, aber sie sind gleichzeitig nicht Staatsbürger, weil das eben kein Staat ist, sondern man ist Staatsbürger von seinem eigenen Staat, aber als Mitglied kann man beispielsweise einen Diplomatenpass vom souveränen Ritter Malteserorden bekommen. Und er hat auch ständigen Beobachterstatus in der UNO-Generalversammlung und damit eine teilweise eine eingeschränkte Völkerrechtssubjektivität, die auch gebietsunabhängig ist. Also obwohl er seit über 200 Jahren kein eigenes Gebiet mehr hat, keine Souveränität, ist der souveräne Ritter Malteserorden dennoch zu einem gewissen Ausmaß ein Völkerrechtssubjekt, zumindest für die ca. 100 Staaten, die mit ihm diplomatische Beziehungen unterhalten. Natürlich hat er auch eine gewisse symbolische Bedeutung. Da gibt es natürlich auch ganz witzige Streitigkeiten zwischen dem souveränen Ritter Malteserorden und seinem Souveränitätsverhältnis zum Heiligen Stuhl. Das sind dann interne kirchenrechtliche Streitigkeiten, die aber natürlich auch aus völkerrechtlicher Sicht nicht ganz unspannend sind. Und da sind wir auch schon beim Heiligen Stuhl aus 1870. Das ist da jetzt das entscheidende Jahr. Da wurden die Repräsentanten, obwohl das Staatsgebiet 1870 von Risorgimento, also vom italienischen von der italienischen Unabhängigkeitsbewegung nicht mehr, also das Staatsgebiet ist verloren gegangen, der Kirchenstaat wurde aufgelöst und trotzdem wurden seine Repräsentanten weiter anerkannt. Das heißt, wiederum haben wir hier eine gebietsunabhängige Völkerrechtssubjektivität. Weil erinnern Sie sich ursprünglich, wo wir gesprochen haben über die Völkerrechtssubjektivität von Staaten, man braucht alle drei Elemente, da fällt das Element des Staatsgebiets weg und trotzdem werden die aber weiter als Diplomaten anerkannt, weil sie ja doch Vertreter des Papstes sind. Und da kommt man drauf, na gut, dann ist das anscheinend gebietsunabhängig. Dann der Vatikanstaat wurde 1929 eingerichtet, eben das sind die Lateranverträge, drei, glaube ich, sind es zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl, wo eben dieses kleine Teil am Petersplatz eben mit der höchsten Kriminalitätsrate der Welt, weil auf so kleinem Gebiet so oft was gestohlen wird von Touristen und dann natürlich das Innere des Vatikan, dieses mythologisch aufgeladene Gebiet, wo man eben nicht hinein kann, mit so ein paar hundert Staatsbewohnern oder eben Staatsangehörigen, vor allem eben kirchlichen Vertretern,
wo man sagen kann, das ist ein Mini-Staat, ein Zwergenstaat, wo man auch sieht, es gibt keine Mindestgröße, keine geografische Mindestgröße für einen Staat, aber auch nicht eine Mindestanzahl von Staatsbewohnern. Alles, was man braucht, ist eine gewisse permanente Bevölkerung. Und der Heilige Stuhl hat jetzt eine Doppelfunktion. Er ist einerseits die Regierung des Vatikanstaats und andererseits aber auch eben die Vertretung von allen römisch-katholischen Christen weltweit. Und der Papst ist damit das quasi Staatsoberhaupt, aber unabhängig davon genießt auch eine eigene ihm innenwohnende Völkerrechtssubjektivität als derjenige, der auf dem Heiligen Stuhl sitzt, wenn man es so möchte. Und da ist eine Vertragsschlusskompetenz, also man kennt das in Österreich natürlich vor allem aufgrund des Konkordats zwischen Österreich und dem Heiligen Stuhl, auch mit anderen Verträgen solche Konkordate geschlossen, also eben kein klassischer völkerrechtlicher Vertrag zwischen zwei Staaten, sondern zwischen einem Staat und dem Heiligen Stuhl. Und er hat auch ein Legationsrecht, das bedeutet, dass er eine diplomatische Vertretung hat, die auch entsprechend unverletzlich ist, die sogenannten apostolischen Nunziaturen. Das ist zum Beispiel das, wo die USA Noriega 1989 nach der US-Invasion in Panama, das haben sie nachgejagt und Noriega ist dann geflüchtet in die apostolische Nunziatur in Panama City. Und wenn Sie vielleicht das kennen, dieses unrühmliche Kapitel der jüngeren US-Außenpolitikgeschichte, da hat man rausekeln wollen mit sehr lauter Rockmusik vor der apostolischen Nunziatur, also vor der Vertretung des Heiligen Stuhls, um ihm eben Schlaf zu rauben, um ihn zu nerven mit dieser Musik. Das wurde unter anderem übrigens auch in einer Simpsons-Folge dargestellt. Die werden wir damals besprechen oder uns kurz ansehen, wenn wir über das Diplomatenrecht und das Recht von Konsulaten sprechen. Aber Sie sehen eben jetzt hier eine Doppelfunktion vom Heiligen Stuhl, einerseits als Regierung und Vertragsschlussorgan, andererseits auch, selbst wenn Italien jetzt, natürlich werden sie es hoffentlich nicht tun, aber theoretisch, wenn der italienische Staat sich dazu entschließen sollte, dann könnte man sagen, gut, die Völkerrechtssubjektivität besteht weiter fort. Ob es jetzt genau dasselbe Völkerrechtssubjekt ist wie der Kirchenstaat, muss man eher bezweifeln. Es wurde der Vatikanstaat erst mit 1929 neu geschaffen und der Heilige Stuhl hat seine Völkerrechtssubjektivität maßgeblich verändert nach dem Verlust des Gebiets. Also deswegen ist es nicht ganz ident. Ist es nicht ident und man könnte auch nicht von einer dauerhaften Völkerrechtssubjektivität sprechen, die sich bei der pippinischen Schenkung von 754 nachverfolgen lässt. Also eigentlich hier ein neues Völkerrechtssubjekt 1929 in dem Sinne geschaffen. Und der Heilige Stuhl ist auch nicht das Idente, eben weil die Elemente nicht mehr fortfahren. Das ist jetzt aber meine Ad-Hoc-Meinung dazu. Da, um ein klassisches Beispiel hier zu nennen, zum Heiligen Stuhl, um diese Doppelfunktion zu nennen, eben die Dual Nature of the Holy See's Ratification, und er kann eben auch Verträge schließen, beispielsweise zum Recht zu Kinderrechten und da eben das UN Committee on the Rights of the Child, ein Vertragsorgan, das beauftragt ist, mit der Einhaltung dieses Menschenrechtsvertrages eben zur Sicherung von Kinderrechten, der dann noch einmal den Holy See daran erinnert hat, dass er sich dazu verpflichtet hat, nicht nur als Staats, also als Regierung des Vatikanstaats, sich an die Kinderrechte zu halten, an die vertraglich zugesicherten Kinderrechte, sondern überall, ja, eben, weil es ist ja die supreme power of the Catholic Church through nationals and institutions placed under its authority. Den politischen und auch schicksalsbeladenen Kontext können Sie sich hier selbst denken. Jedenfalls hat das UN Committee on the Rights of the Child bei dieser Gelegenheit noch einmal betont, dass der Heilige Stuhl nicht nur innerhalb des Vatikanstaats zuständig ist, sondern auch außerhalb, weltweit, und auch dort der Heilige Stuhl eine Zuständigkeit hat für seine Angehörigen, dass die Kinderrechte entsprechend wahren müssen. Und er kann sich nicht einfach selbst beschränken und sagen, das gilt nur innerhalb des Gebiets des Vatikanstaats, sondern eben weltweit, je nachdem, wo es Vertreter und Vertretungen des Heiligen Stuhls gibt. Auch hier muss er darauf hinwirken, dass seine Vertreter sich an die Kinderrechte halten. Und hier habe ich noch ein Beispiel aus Österreich, das ich ganz kurz in dem Zusammenhang nennen möchte. Also wenn man hier eine ganz alte Verordnung, die ist von 1992, zur Durchführung des Fremdengesetzes, da habe ich eben das habe ich da gefunden, wenn man da sieht, zwischen Staaten und dem Heiligen Stuhl kommt vor allem das Gesandtschaftsrecht, also das Völkerrecht, die Diplomatie und Konsulaten zur Anwendung. Wenn man da hier sieht, wer ist vom Sichtvermerks und der Sichtvermerkspflicht befreit, bei
im Rahmen des Fremdengesetzes, da sieht man hier 1992 auch der British Passport Hongkong. Hongkong wurde erst 1997 wieder an China vollständig zurückgegeben. Und da sieht man eben auch Inhaber von Diplomaten, Dienstpässen des Heiligen Stuhls und eben auch des souveränen Ritter Malteser Ritterordens. Da so ein Beispiel, wie man das auch sieht, dass das in der Praxis natürlich auch Auswirkungen hat. Also dass sie als Quasi-Diplomat des Heiligen Stuhls oder des Malteser Ritterordens, dass sie da nicht entsprechend auch ihre in Sichtvermerkspflicht sie trifft. Und das letzte sui generis Völkerrechtssubjekt, das ich an der Stelle anfügen möchte, und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Einheit angelangt. Ein bisschen haben wir überzogen, haben ein bisschen später begonnen. Das akademische Viertel habe ich mir hier zugestanden, ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Das ist eine private, quasi NGO, könnte man sagen, die in der Sitz in der Schweiz 1863 vor allem von Henri Dunant und auch einigen weiteren Geschäftsmännern gegründet wurde. Dunant ist der, an den sich alle erinnern, weil er eben eine Erinnerung an Solferino verfasst hat, 1859, wo er eben diese Kriegswirren gesehen hat, die Auswirkungen von Krieg auf Soldaten und vor allem auch die Nachwirkungen von Krieg, weil er eben gesehen hat, niemand kümmert sich um die Soldaten. Und das war der Impetus für die Gründung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, etwas für diese Menschen tun. Es versteht sich nicht als internationale Organisation im Sinne einer völkerrechtlichen Definition, also nicht im Sinne von, man hat hier territoriale Unverletzlichkeit innerhalb der eigenen Gebiete oder eben, dass man jetzt auch nicht solche Verträge schließen möchte wie die großen internationalen Organisationen, und auch Staaten sind nicht Mitglieder beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Das ist da ganz entsprechend ganz wichtig zu bedenken. Das heißt, eine internationale Organisation im Sinne des Völkerrechts hat mindestens zwei Staaten als Mitglieder. Beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz können sie nicht als Staat beitreten. Es kommt natürlich auch darauf an, wie sie internationale Organisationen definieren. Wenn sie so definieren, dass sie weltweit aktiv sind und Mitglieder aus der ganzen Welt sind, dann ist das IKRK durchaus eine internationale Organisation, weil es eben die jeweiligen Ländervertretungen vom Internationalen Roten Kreuz in dem Land gibt, die eben auch Teil des Internationalen Komitees sind, aber eben nicht Staaten als Mitglied. Also im völkerrechtlichen Sinne keine internationale Organisation. Wenn man es weiterfasst, wenn man sagt, das heißt einfach nur weltumspannende Aktivitäten und Mitglieder aus der ganzen Welt, dann schon. Und die Völkerrechtssubjektivität vom IKRK gibt sich aus den Genfer Konventionen und den zwei Zusatzprotokollen. Und es hat eben gewisse Rechten und auch Aufgaben im Rahmen von bewaffneten Konflikten. Es überwacht die Einhaltung der Genfer Konventionen und damit auch des Völkerrechts, des humanitären Völkerrechts, der Kriegsregeln, jus in bello. Es ist zuständig für die Pflege und Versorgung von Verwundeten und auch den Schutz und Versorgung der Zivilbevölkerung. Es besucht Kriegsgefangene, politische Gefangene und schaut auch, wie werden die behandelt. Es ist zuständig für die Familienzusammenführung, einen eigenen Suchdienst und kann auch als Vermittler auftreten, also als Mediator zwischen Konfliktparteien, sowohl zwischen Staaten als auch zwischen Staaten und bewaffneten Gruppen aller Art. Das ist der große Vorteil vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, ist zugleich seine größte Schwäche. Warum hat es diese Rechte und warum sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Roten Kreuz oft die Letzten, die in einem Konflikt vor Ort sind? Weil sie einen Kodex, einen ganz starken Grundsatz der Verschwiegenheit haben. Der Preis, den man dafür zahlt, ist, dass sie selbst bei größten Menschenrechtsverletzungen nicht ganz explizit beispielsweise Schuldzuweisungen treffen und sie auch nicht in Gerichtsverfahren aussagen würden. Warum? Das ist eben die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt bis zuletzt dort bleiben darf und auch die Grundvoraussetzung, dass diese strenge Neutralität, diese strenge Neutralitätstradition vom IKRK ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man auch nicht angegriffen wird, weil jeder sagt, gut, die sind da, die sind wirklich nur rein humanitär, die sind nicht politisch, die werden auch nicht jetzt da Presseaussendungen verfassen, indem sie das Regime beschuldigen oder eine bewaffnete Gruppe beschuldigen. Die werden schon vielleicht ganz allgemein sagen, Menschenrechte werden hier verletzt, das humanitäre Völkerrecht wird verletzt. Es gibt Formen der Kriegsführung, die ganz klar gegen die Genfer Konventionen verstoßen oder gegen die Zusatzprotokolle verstoßen und so weiter und so fort. Aber man wird hier nicht so ein klassisches Naming and Shaming betreiben, weil das würde die Neutralität kompromittieren, auch die eigenen Mitarbeiter in Gefahr bringen und in letzter Instanz natürlich auch den Zugang. Und man möchte hier bis zuletzt Zugang, weil man eben eine rein humanitäre Organisation ist. Und diese Rechte leiten sich aus einem Völkerrecht, aus völkerrechtlichen Verträgen ab, die Genfer Konventionen und die zwei Zusatzprotokolle, und daraus ergibt sich auch diese eingeschränkte Völkerrechtssubjektivität vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Gut, damit wäre ich am Ende angelangt. Ich hoffe, es war
für Sie einigermaßen spannend. Ich konnte noch was lernen. Auch ich habe wieder mir ein paar Dinge in Erinnerung rufen können und freue mich auch schon aufs nächste Mal. Da werden wir dann ein bisschen über Staaten-Nachfolge sprechen. Also wenn eben Staaten zerfallen, neue Staaten gegründet werden, Sezession, Inkooperation. Man denke auch, also da wäre jetzt beispielsweise Deutschland und die Wiedervereinigung, die eigentlich keine Vereinigung war, sondern eine Einverleibung des Ostens durch den Westen. Wenn wir da werden uns auch anschauen, die Frage, gibt es die Sowjetunion noch? Was ist das Verhältnis von Russland zur Sowjetunion? Wir werden uns auch anschauen, die Abspaltung vom Südsudan, vom Restsudans und auch das Schicksal des ehemaligen Jugoslawiens und da auch die Fragen, die sich in dem Zusammenhang stellen. Wenn wir denken an Staatsverschuldung oder wer bekommt das Eigentum und so weiter und so fort. Gut, ich danke auch für die Aufmerksamkeit und dass Sie dabei waren und freue mich schon aufs nächste Mal.